Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge. Heute besuchen wir das Lucky Block Schwimmbad. Zusammen mit Ilina, hallöchen. Hallo. Mensch, du hast gar keinen passenden, du hast gar keine Schwimmklamotten da, Leute, für das Schwimmbad. Mein Gott. Leute, wir haben heute was mega cooles vor uns. Und zwar gibt es hier einen Erlebnispark-Parcours. Ich will das jetzt noch nicht zu viel zeigen, weil wir müssen den gleich... Ey, Ilina, du darfst noch nicht. Das ist Beschmu. Also wir müssen quasi diesen Parcours absolvieren. Einmal hier ringsherum. Und wer als erstes dort am Ziel ist, also wir machen das mit Zeitstoppen, wer als erstes am Ziel ist, der darf sich aus dieser Truhe zuerst die Lucky Blöcke aussuchen. Ich zeige euch das einfach mal, Leute. Und zwar, wir haben, also das sind die beiden Blöcke, die alle bekommen, Space und Shade. Und dann darf man sich aussuchen. Zum Beispiel, sag mal, ich gewinne, dann sage ich jetzt, ich möchte die Mage. So, dann kriege ich die Mage. Dann ist Ilina dran, dann wieder ich, dann wieder Ilina. Dann sind alle Blöcke verteilt und wir battlen uns. Ich würde sagen, lasst das Rennen beginnen. Runde Nummer 1. Ilina beginnt mit dem Race. Die Zeit wird gestoppt. Jetzt geht's los! Ja, du bist denn langsam gestartet, Ilina, aber okay. Ja, ich musste nebenbei. Let's go! Ich habe hier die Uhr in der Hand, Leute. Hier, schnell hoch. So. Oh, jetzt wird's kompliziert. Oh. Jetzt wird's kompliziert, Ilina. Und, verkackt! Jetzt musst du die Leiter hoch wieder. Das ist echt schwierig, glaube ich. Schau noch nicht mal die erste Station. Okay. Jetzt! Nein! Oh Mann. Na, das wird wohl nicht so schwer zu gewinnen. Wobei, vielleicht verkacke ich ja auch. Ja, lieber nicht so viel dauern jetzt. So, nochmal. Boom! Jawohl! Und! Jawohl! Das war aber knapp, ey. Das war aber knapp. Okay, weiter geht's. Okay. Oh, das sieht auch crazy aus jetzt. Alter, was ist das denn? Oh, da bist du schnell durchgekommen. Jetzt ein paar Leitersprünge. Aber auch nicht so schwer. Mal gucken, was danach kommt. Oh, das ist auch interessant. Okay, weiter geht's. Nee, das geht auf Zeit. Du musst dich beeilen. Nein, ich hab verkackt. Oh Gott, wo kommt man die hoch? Achso, hier war die Leiter wieder. Das ist kein Slime. Oh Mann, ich denke, Slime. Nein. Ich habe mich schon gewundert, warum du da so drauf jumpst. Mein Gott, die Zuschauer, sie toben. Okay, tatsächlich gibt es hier keine, aber... Ja, einfach springen, mein Gott. Ich habe keine Ahnung. Jawohl. Nächste Stage. Alter, du hast einen übersprungen. Oh, das ist krass jetzt. Okay, die letzte Stufe, Ilina. Und stopp! Stopp! 2 Minuten 3 Sekunden hat Ilina gebraucht. Ich keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, Leute. Ich bin dran. Let's go. Ich habe gedrückt, Ilina. Halte die Stoppuhr bereit. Ja, mein Finger ist drauf. Und let's go! Hui, hui. Okay, ich habe natürlich jetzt einen kleinen Vorteil, muss man sagen, weil ich habe ja jetzt schon alles gesehen. Aber naja, Ilina, so ist das im Leben, ne? Ja. So, zack. Nein, das war so schlecht, ey. Oh Mann, ey, vollkommen selbst überschätzt. Okay, Leute, jetzt aber. Oh Gott. Ich bin stehen geblieben. Aber es ist doch mal gut gegangen. Okay, so, das ist eigentlich relativ easy. So. Und so, okay. Weiter geht's, Leute. Jetzt muss ich hier aber mich beeilen. Ja, jetzt musst du hier... gut, das wird, glaube ich, ein sicheres... Ja. Ein sicherer Win wird das. So. Oh Gott, das war gar nicht so einfach. Hui. Okay, jetzt. Das darf ich nicht verkacken. Du hast ja gleich komplett übertrieben. Hui, so. Okay. Jetzt. Das wird ein lockerer Sieg hier. Ja, hui. Oh Gott, ich pack fest. Gewonnen! Ja. Oder habe ich gewonnen? 1:11. Ich bin genauso schnell wie der Map-Ersteller. Der hat auch 1:11. Habe ich gelesen. Jo, Leute, nicht schlecht. Dann beginnen wir gleich, Ilina. Also du darfst schon mal hier die oberen zwei, darfst du schon mal nehmen. Ne, die rechts, weil die gehören dir auf jeden Fall. So, ich darf jetzt den ersten Block aussuchen. Dann nehmen wir, ich nehme mal die Mage. Die sind halt krass, die Magieblöcke. So, jetzt darfst du den nächsten Block. Okay, du nimmst SpongeBob. Okay, Squid oder McDonald's? Also Squid ist, glaube ich, besser, aber McDonald's ist halt cooler. Ich nehme mal McDonald's. Mano! Okay, gut, dann beginnen wir jetzt, die Blöcke zu öffnen.
Die Space Lucky Blocks kommen zum Schluss. Die Shade auch. Wir beginnen jetzt einfach direkt mal mit den Magieblöcken, Leute. Block Nummer 1. Bam! Oh, ein Zauberstab des Goldharke? Ist das nicht der Goldharke? Oh, nein! Alter. Nein! Wow. Da kommt dieses OP-Schwert raus, Selina. Es liegt da vor dir. Ich könnte es dir jetzt klauen, aber ich will mal nicht so sein. Ja! Okay, Leute, was kann die Idee von Leo? Oh, zwei zufällige Items kann ich damit löschen. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier Zauberstab der Explosion. Was war das denn? Das war jetzt wenig spektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Hui! Okay, nächster Block. Wir haben hier noch, ich kann Creeper erschaffen und Zauberstab des Donners. Aua, oh. Aua. Okay, und Zauberstab des OP-Tranks. Zauberstab des OP... Alter, was hast du da für einen Helm? Just hast du mich gerade Holz... Was? Oh Mann! Oh Gott, ich habe gar keine Spitzhacke, um das abzubauen. Ach du Schande. Okay, nächster Block. Zack. Oh, nochmal ein paar... Ich höre der Revival, Lina, was ist los? Oh, wir können ein zufälliges Item kopieren. Ein Item klauen! Oh, das hatten wir noch gar nicht, oder? Dass man ein Item klauen kann? Das ist ja mega cool. Bin mal gespannt, was ich davon klauen werde, Lina. So, wir haben eine Schuluniform-Hose. Unzerstörbar. Zwei Mage-Blöcke noch. Ein und nochmal ein. So, Zauberstab des Steingehege. Ach, das ist das mit dem... Mit dem Dings da rum. So, whip. Mann, hör doch auf! Aber es sind doch meine Zauberstäbe. Okay, die müssen wir gleich noch benutzen. Da können wir uns Rüstung farmen. Aber wir brauchen erst eine Waffe, Leute. Wir brauchen erst eine Waffe. McDonald's. Block Nummer 1. Eine Niete. Block Nummer... Oh, nee, doch nicht. Doch keine Niete, Leute. Hier waren diverse Potions. Zack, was haben wir bekommen? Slow Unlucky Potion, OP Unlucky Potion. Alter, die minus 90% Attack Speed? Das klingt auf jeden Fall sehr nice. Chicken Nuggets haben wir hier. Vielleicht können wir da ein Schwert draus machen. Oh, hier ist nochmal 18 und mehr Chicken Nuggets. SpongeBob Material. Hey, das ist mir gerade runtergefallen. Ja, aber das ist genau vor mir gelandet. Ich wollte es ja nicht mal klauen. Das nehme ich jetzt mit, die da hast du Pech. So, wir haben noch ein paar McDonalds-Blöcke. Zack, Block Nummer 1, ein Ökt-Block. Da habe ich bis heute nicht so wirklich verstanden, was der kann. Aber, naja. Nächster Block. Leer. Nächster Block. Elina, dir fallen dauernd Sachen runter. Hallöchen. Nimm, sammle die mal auf. Wir haben die Burger Boots. Drei McDonalds-Blöcke haben wir noch. Block Nummer 1 mit Schuhen. Block Nummer 2. Ich habe immer noch keine Waffe. Oh, wartet mal. Oh Gott, ich backe jetzt hier fest. Ich habe eine Waffe. Aber wie komme ich hier raus? Oh Gott, das war knapp. Hier, was ist denn bitte, Leute? Oh yeah, eine Instant-Kill-Potion. Also zumindest, wenn du keine Resistenz hast. Dann haben wir hier, oh ho ho, auch sehr geil. Jawohl, ein Ökt-Schwert. Was ist dein stärkstes Schwert aktuell? Dieses Shade-Schwert. Ja, Mo, ach ja, stimmt. Das hat ja irgendwie so, wie viel hat das? 2 Milliarden? Oder ja. Mehr sogar, glaube ich. Ne? Ich glaube 21 Milliarden okay, oder die so. Burger. Wir haben zweimal die Burger-Boots. Oh, mit Schutz 3, die sind besser. Die sind besser, Leute. Aber wir Dornen 2 ist natürlich auch nicht... Doch, ich hab, oh, die sind ja mega gut verzaubert. Okay, jetzt haben wir die Shade-Blöcke, Leute. Machen wir den weiter. Block Nummer 1. Ein Brunnen. Oh, yeah. Ich weiß nicht, was das ist, aber oh, yeah. Leute, das sieht auf jeden Fall verdächtig. Hey, habe ich den Brunnen ausgelöst? Ne, habe ich noch gar nicht. Veggie-Burger-Material. Das ist der Veggie-Burger, okay, klar. Dann haben wir hier noch Omega-Gems und Shade-Material. Aber leider nicht so viel, nur ein bisschen was. Okay, 3 Shades haben wir noch. Shade Nummer 1, das sind ein paar... Oh, hier unten liegt ja noch alles voll, Leute. Gehen wir mal hier runter. Hui. Jo, sammeln wir mal ein. So, wir haben... Was ist das hier? Teta-Apple. So, dann haben wir hier noch ein paar Healing-Luggy. Ein paar Healing-Lucky-Cards. Und jetzt der letzte Shade. Und eine Shade-Ultimate-Spitzhacke. Da war eine nice Waffe bekommen mit dem letzten Block. Was hast du aus den Galaxy rausbekommen? Hast du schon geöffnet? Ja, ich habe keine Ahnung. Eigentlich gar nichts bekommen. Gar nichts? Ohne Witz. Nur Müll habe ich bekommen. Zack. Oh, ich habe auch aus dem ersten Müll bekommen. Oh, ich habe was Cooles. Ich habe die Alien-Hose, wo du bei der letzten Episode... Jo, was ist das? Das ist irgendwie so ein... Das ist doch keine Hose, das ist ein weiß ich auch nicht, Leute. Anzug. Ein Anzug, ja. Alien-Hose, die ultimative Alien-Rüstung verleiht dir außerirdische Kräfte.
Full-Set-Bonus, Alien Power 2, UFO-Strahlung 1, Schutz 4, Dawn 1. Ja, das ist einer meinem Geschmack, Leute. Nice Rüstung. Nächste. Ja, Grüße an Banks und Delina, sind die besten YouTuber der Welt. Von Ökt. Also, das kommt nicht von mir, das kommt von Ökt. Links unten steht's. Zack. Oh, das, ich hab das Jetpack. Hui. Hui. Okay, ich bin fertig mit den Blöcken. Dann rüsten wir uns jetzt mal aus. Möge das PvP-Battle beginnen. Ich habe mir hier SpongeBob gekraftet, Alpha-Rüstung, Shade, Wedgie. Ja, richtig, habe ich dir geklaut. So, ich esse einen Apfel. Yes, Magic Key. Und ich habe eine kleine Überraschung für dich. Bitteschön. Oh, aua. Hey, als ob die dich nicht mehr gekillt haben. Nö. Oh, die haben mega die coolen Ausrüstungen. Was geht denn ab? Das sieht mega cool aus. Okay, die zwei chillen da irgendwie rum mit ihrer Käserüstung oder was das ist, keine Ahnung. Habe ich noch irgendwas? Ah ja, das hier. Mal sehen, ob ich treffe. Oh Gott. Komm her! Komm hier hin! Oh, Anlage pauschen! Ich hab ja alles kaputt gemacht bei dir. Echt jetzt? Nein, meine Alien-Rüstung ist noch am Start. Bam! Die gute alte Alien-Rüstung hat mich gerettet. Oh, die ist stark. Die ist wirklich stark. Okay. Wir brauchen kurz, wir nehmen mal die Alpha-Rüstung und ich bin bereit. Oh, was hast denn du? Du hast so eine Sandy-Rüstung, ne? Mhm. So, okay. Slow Unlucky Potion! Erfolg ist daneben geschmissen. Was haben wir noch? Das, die ist auch negativ. Famous an die Potion. Oh. Hä? Ich bin tot, glaube ich. Ich bugge. Hä, was ist das? Was auch immer das war, Leute, ist keine Ahnung, Leute, ich bin da auf jeden Fall. Das war ein komischer Bug, glaube ich. Okay, du bist verdorrt? Was denn hier? Ja, passiert? Ich verdorre die ganze Zeit irgendwie. Also, ich glaube, wegen meiner Rüstung. Okay, die letzte und entscheidende Runde, Dina. Ich hau mir hier alles rein, was ich hab. Ich sterb nochmal wegen deiner Rüstung. Ja, das ist doch dein Problem und nicht meins. Njam, 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 njam. Alter! Dazu habe ich die Magic-Karten noch. So. Oh, ich hab die nicht mehr. Ich hab die alle verbraucht. Geh dann! Alter! Du hattest gar keine Waffe in der Hand. Ja, ich wollte aus. Ja, keine Ahnung, was ich da machen wollte. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Flanke auf jeden Fall mal den Like-Button, wenn du mehr Episoden vom Schwimmbad sehen möchtest. Abonnier meinen Kanal, da würde ich mich auch sehr, sehr, sehr freuen. Aktuell mega viele neue Zuschauer. Wirklich krass, Leute. Ihr könnt einfach auf die Mitte drücken zum Abonnieren. Verpasst ihr nichts mehr. Oder ihr klickt jetzt auf das vorgeschlagene Video von gestern. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.